So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 15. September 2021. Es ist Mittwoch und wir wollen uns gemeinsam einen Blick auf die Märkte gönnen. Wir wollen natürlich die Inflationszahlen hier von gestern aus den USA nachbetrachten, die eine ja, leicht stabilisierende Tendenz aufweisen dahingehend, dass sie eben nicht substanziell oberhalb der Erwartung veröffentlicht worden sind, sondern in line, also 5,3% hier wurden erwartet. Genau dieser Print ist es dann auch geworden am Ende. Und jetzt haben natürlich erste Spekulationen vielleicht dann auch eingesetzt. Ja, vielleicht ist das ja Spielraum für die Fed, dann geldpolitisch nicht irgendwie sich deutlich restriktiver zu zeigen. Initial auf jeden Fall eine bullische Reaktion. Dann allerdings in den Abend hinein wieder so ein leichtes Überrollen und der S&P, jetzt muss ich allerdings an der Stelle zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht genau, ob es der 6. aus 7 Tagen ist oder der 7. aus 8. Aber auf jeden Fall haben wir hier gestern ebenfalls mit negativen Vorzeichen eben geschlossen. Und das Beeindruckend in diesem Zusammenhang ist eben, dass wir uns jetzt in den letzten Tagen tatsächlich saisonal deutlich mit Abgabedruck präsentieren, also deutlich mit Abgabedruck im Hinblick auf die absolute Anzahl von Handelszahlen, die wir im negativen Territorium geschlossen haben. Aber wir handeln immer noch in Schlagdistanz, roundabout 3% unterhalb der Allzeithochs, was dann irgendwie so den Eindruck erhärten lässt, dass es sich da um einen sehr, sehr kontrollierten Abgabedruck irgendwie zu handeln scheint. Und ja, wir wollen natürlich einen Blick drauf werfen, wir wollen versuchen, das einzuordnen. Aktuell stellt sich der Handel im DAX ganz besonders nicht besonders spektakulär eben tatsächlich dar. Wir werden einen Blick drauf werfen, wir werden auch einen Blick werfen natürlich auf Gold. Gold hat gestern einen kurzen Bounce zurück in Richtung der 1800 gesehen. Es gab also nicht diesen Flush-Out auf der Unterseite, den Bruch eben unter die 1780er Marke, sondern eher das Aufdrehen. Auch da werfen wir einen Blick drauf. Wir werden einen Blick ein bisschen auf den Kryptobereich werfen, natürlich wieder hier in dem Zusammenhang Bitcoin. Wir wollen auch vielleicht mal kurz ein bisschen was thematisieren. Evergrande oder ich weiß gar nicht, wie genau die Aussprache da in diesem Zusammenhang ist. Dieses, ich nenne es mal Immobilien-Imperium in Anführungsstrichen aus China, welches dort in Zahlungsschwierigkeiten gerät und geraten ist und was dann in diesem Zusammenhang vielleicht auch so ein Spillover-Effekt nach sich ziehen könnte, wobei man sagen muss, also aktuell zeigt sich doch, dass das vom Markt, obwohl das schon seit einigen Tagen eben tatsächlich ein Thema zu sein scheint, komplett weggeatmet wird, ignoriert wird. Bevor wir offiziell starten, auf jeden Fall. Hier erstmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, der kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil stellt man sich die Frage, entscheidet man, ob man sich für den Handel mit diesen Produkten eignet. Sofern man diese Frage mit Ja beantwortet, findet man auf markets.com/de nicht nur den vollständigen Risikohinweis, sondern zudem auch die Möglichkeit, sich in der Demo runterzuladen. Alles darüber hinausgehende, auch zur Produktpalette von Markets, die sich nicht nur auf CFDs, FX konzentriert oder darüber hinaus erstreckt, auch sich auf den physischen Aktienbereich und ETFs in diesem Zusammenhang Investlösungen anbietet. Wie gesagt, findet man alles auf der Webseite. Für Fragen auch rund um Markets darüber hinausgehend gerne Elena eine E-Mail schreiben. In meinem Zusammenhang, wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt, gerne die Möglichkeit unterhalb dieses Videos nutzen, gerne die Möglichkeit nutzen über das Forum jk-trading.com/forum, dort mit mir in Kontakt zu treten. Schreibt mir eine Mail, kontaktiert mich via Twitter. Ich bin auf jeden Fall da. Und dann switchen wir einmal rüber hier in die MarketsX Handelsplattform. Und ich räume es hier ganz kurz auf, stelle es auch gleich mal einmal den Link hier ein. Zack, da kann man sich die Demo runterladen. Und ja, dann blicken wir, wie gesagt, hier einmal auf den DAX. Ich schaue mal kurz, ob das alles gut übertragen wird. Das sieht aber im ersten Moment doch sehr solide aus, was wir hier zu sehen bekommen. Ja, also sollte sich das in irgendeiner Form ändern, dann lasst mich das bitte gerne in der Chatbox wissen. Apropos, sollte sich etwas ändern. Ganz besonders, das gilt an alle diejenigen, welchen, die dem Morning Meeting jetzt hier bei YouTube folgen. Hier ist einmal der Link zu Twitch. Das hatte ich ja auch in diesem Zusammenhang schon mal gesagt. Da gab es in der Vergangenheit mal ab und an ein kleines Problem, Unterbrechung des Streams, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer. Bei Twitch ist es immer fortwährend durchgelaufen. Deswegen hier einmal der Link zum Twitch-Kanal. Sollten da in irgendeiner Form jetzt hier gleich Spannungen oder überraschende Schwankungen oder wie auch immer geartet eben tatsächlich bei YouTube auftauchen. Sehr unwahrscheinlich, aber ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, wie man es mal so schön sagt. So, dann blicken wir einmal hier auf den Kursverlauf und da können wir es eigentlich auch schon erkennen. Nach diesem überraschend bullischen Start, wir erinnern uns dran, letzte Woche Freitag hatten wir eigentlich im Summe einen schwachen Wochenausklang.
Im Hinblick auf die US-Märkte hatten wir überraschenderweise ja hier im DAX dann einen verhältnismäßig starken Start in die Handelswoche. Wir sind, haben kurzzeitig zu einem Versuch angesetzt, die 15.800er-Marke zurückzuerobern. In dem Zusammenhang hier, das ist da oben rechts die Stunde, Versuch oder beziehungsweise ja, wir konsolidieren aktuell auch oberhalb von 15.700 Punkten, haben eben hier wieder den neutralen Modus eingeschlagen, in Anführungsstrichen, also eine ernsthafte Attacke auf der Unterseite hier auf diese Region um die, in dem Fall sind es die Vorwochentiefs und letzte Woche Donnerstag um 15.450 Punkte roundabout. Bis dato ist sie ausgeblieben, diese Attacke. Und ja, konnten uns jetzt erstmal wieder in neutraleren Gefilden eben hier stabilisieren. In Summe kann man erkennen, gestern auch da hinsichtlich der Inflationszahlen, die veröffentlicht worden sind, keine großen Ausschläge auf der Ober- aus der Unterseite. Wir haben in diesem Zusammenhang weiter einen seitwärts gerichteten Modus. Das könnte man vielleicht sogar in gewisser Form als relatives ein Zeichen relativer Stärke interpretieren, nämlich ausgehend eben von den bärischen Vorgaben, nochmal, wir wollen es nicht überbewerten, das, was im S&P stattfindet, das ist so ein leichtes Überrollen, vielleicht beschleunigt sich diese Bewegung in irgendeiner Form früher oder später mal auf der Unterseite, aber das sieht alles sehr, sehr kontrolliert eben tatsächlich aus und ich denke, vor der Fed-Sitzung nächste Woche am Mittwoch, also sprich am 22., heute ist der 15., nächste Woche Mittwoch, glaube ich, sollten wir hier die Volatilitätsbäume in Anführungsstrichen nicht in den Himmel wachsen sehen. Was man natürlich machen könnte wäre, oder beziehungsweise was heißt machen könnte, was natürlich auch sicherlich ein Thema ist, wir haben diese Taper-Spekulationen. Wir wissen, dass wahrscheinlich ab November, und so wird es dann offiziell verkündet nächste Woche, wir wissen, dass es eben eine Reduktion hier der Anleiheaufkäufe dann wohl geben soll, Größenordnung 15 Milliarden, dass sich der Markt dennoch so derart stabil präsentiert, also besonders im Hinblick auf die US-Märkte und dass das nur so kontrolliert korrigiert, das ist ebenfalls ein sehr, sehr deutliches Signal, dass da eher die Long-Seite auch zu favorisieren ist und eventuell uns ein sehr, 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 sehr bullischer Jahresschluss eben tatsächlich noch ins Haus steht. Im Hinblick, wie gesagt, auf den DAX, gibt es jetzt mit aus oder mit diesen Aspekt ausblendend oder nicht näher betrachtend nichts wirklich Neues, was man hier zum Thema machen könnte. Gelingt es diesen Bereich um die Hochs von Montag hier um 15.000 rund gesprochen 780, 800 Punkte rauszunehmen, dann wäre das der Wegbereiter Richtung 15,9 und darüber dann in Richtung der 16.000er Region. Auf der Kehrseite eben die Möglichkeit, dass es zu einem Drop unter die 670, 650 eben kommt, dieses, ich nenne es mal Konsolidierungstief, das würde in dem Fall, oder naja, das Range-Tief, also die Range, die sich hier ausgebildet hat, das würde eventuell den Weg nochmal ebnen Richtung 550 und darunter dann der 450er Region. Ja, allerdings sehen wir eben auch, dass hier offensichtlich Impulsgeber aktuell rar sind, beziehungsweise wenn es denn dann einen Impulsgeber gibt, wir dann auf die US-Märkte eben warten sollten, warten müssen. Was sicherlich interessant ist, ist, wenn wir uns den gestrigen Kursverlauf anschauen, dass wir um 14:30 Uhr hier, und das ist das, was ich mit bullischer Reaktion im Hinblick auf den DAX meinte, aber das konnte man auch im S&P sehen, da gucken wir gleich noch drauf. Hier ist die 14:30 Uhr Kerze. Wir starten im Bereich um 15.700, also alles in allem sehr unspektakulär und dann kommt es eben hier zu einem erkennbaren Schub. 50 Punkte auf der Oberseite rollen dann allerdings über. Das waren dann die US-Märkte, die Equity-Märkte, die reinkamen und die dann gestern erneut sich eher schwach präsentierten. Konsolidierung und auch weiterer Abgabedruck, allerdings reservierter Abgabedruck, so muss man es wahrscheinlich am ehesten formulieren. Im S&P es gelang nicht, die 4.500er-Marke zurückzuerobern. Aber das war natürlich hier durchaus erkennbar und interessant, dass diese 50-Punkte-Kerze, dieser Pop auf der Oberseite stattgefunden hat. Gehen wir mal ganz kurz in dem Zusammenhang hier einmal auf den S&P 500. Da hat sich die Situation ähnlich dargestellt, da können wir es hier erkennen. Ja, das ist der letzte größere grüne Balken, den man da erkennen kann auf 5-Minuten-Basis. Also hier kam auch ein bullischer Impuls eben entsprechend auf den Weg. Rund ein halbes Prozent hat der S&P zugelegt. Und das korrespondierte, also diese Kerze hier, die korrespondierte eben mit dem Print hier, den Inflationszahlen, die aus den USA veröffentlicht worden sind. In dem Zusammenhang eben 5,3% für den Monat August an dieser Stelle. Wir sind leicht zurückgekommen, 5,4% war der Vormonat, also das heißt ein kleiner Downtick in Anführungsstrichen. Das heißt hier, der Konsens wurde allerdings erfüllt, also das heißt, das hat jetzt eigentlich, war das größtenteils eigentlich so erwartbar. Wenn wir jetzt diesen Print hier in diesen Gefilden sehen und das in diesen Zusammenhang hier einordnen müssten, diesen Pop, den wir dann im Equity-Bereich auf der Oberseite gesehen haben, da würde ich sagen,
ist die sinnvollste Interpretation dahingehend, dass tatsächlich, erinnert euch daran, ich hatte gestern im Zusammenhang hier mit der Inflation in einem Morning Meeting gesagt, ich erwarte eigentlich weiteren Preisdruck oder beziehungsweise Verbraucherpreise, die eher weiter einen Inflationsdruck eben implizieren. Hat er gesagt, es wäre vielleicht sogar denkbar, auch wenn das natürlich eine relativ große Zahl war an dieser Stelle und wäre eine relativ deutliche Überraschung gewesen, aber vielleicht ein Print irgendwo im Bereich um 6%. Und jetzt ist natürlich dann das Erfüllen der Erwartungshaltung des Marktes und der Print hier von 5,3%. Dann sage ich an der Stelle, nun ja, offensichtlich ist der Inflationsdruck doch nicht so stark. Und wenn wir dann die entsprechend bullische Reaktion im Markt sehen, dann bedeutet das etwas anders formuliert. Der Markt hat damit gerechnet, dass wir eigentlich über der Erwartung veröffentlicht werden. Dass wir nicht über der Erwartung veröffentlicht werden, impliziert, dass eben der Inflationsdruck nicht ausreichend stark ist, um dann einen deutlich restriktiveren geldpolitischen Kurs seitens eben der Fed in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Und so erklärt sich dann meiner Einschätzung nach, wie es zu diesem kurzen Pop auf der Oberseite kam. Dennoch haben wir dann allerdings kein weiteres bullisches Momentum eben auf den Weg gebracht. Sondern überraschenderweise eigentlich kontinuierlichen Abgabedruck. Ab der Markteröffnung gesehen, ab 15:30 Uhr, also machen wir ganz kurz hier den Chart auf, bisschen größer. Also, wir sehen eigentlich hier ab der 15:30 Uhr Kerze entsprechend eben Abgabedruck, gleich vom Opening weg. Kurzes Retracement an dieser Stelle, erneutes Überrollen, tiefere Tiefs und machen dann verhältnismäßig schwach schließen den Handelstag eigentlich. Also, das heißt, rund 1% tiefer, ausgehend von der Eröffnung in Bezug auf den Kassahandel. Und das ist dann ein Signal gewesen, das konnte man technisch bei Nicht-Rückeroberung der 4500er Marke im S&P, konnte man das, denke ich, durchaus erwarten. Was natürlich jetzt beginnt, so ein bisschen brisant zu werden, ist der Umstand, dass das natürlich jetzt beginnt, hier ein technisch relevanter Bereich zu sein, den man unterschreitet. Also sprich aus dem Aufwärtstrendkanal auf der Unterseite ausbricht. Und das ist etwas, was dann für die kommenden Tage eventuell nochmal weiteren Abgabedruck nach sich ziehen könnte, wo wir jetzt so scheibchenweise in Anführungsstrichen eben Verkaufsdruck gesehen haben. Bis dato, wie gesagt, ein stärkerer Flashout ausgeblieben ist, so ähnlich wie wir das gesehen haben im Juli oder beispielsweise auch im August. Und dass wir dann eventuell jetzt beginnen, stärker bärisches Momentum aufzunehmen an dieser Stelle und dann eventuell genau diese Flashout-Bewegung in Richtung der 4370er-Ringung zu sehen bekommen, also unter das 4400er-Level eben setzen. Fundamental ist allerdings der Wirtschaftsankalender nicht so ausreichend prall gefüllt mit Ausblick jetzt auf die Fed-Sitzung nächste Woche, dass wir in irgendeiner Form hier einen globalen makroökonomischen Trigger hätten, geschweige denn, dass wir in irgendeiner Form hier Earnings hätten, die in irgendeiner Form anstehen. Also Earnings Season ist komplett vorbei. Wir sehen, dass wir heute nochmal vorbörslich ein paar Zahlen zu sehen bekommen. Hier Weber an dieser Stelle, das ist der ein oder andere, vielleicht wird es bekannt sein, Weber Grill, Jinko Solar, ein chinesisches Unternehmen hier aus dem Solarsektor, allerdings übergeordnet bezogen auf den Markt, jetzt nicht so aussagekräftig. Also das ist nicht wirklich ein Marktmover in irgendeiner Form. Und also das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir eigentlich aus dieser Perspektive hier nicht wirklich stärkere Volatilität erwarten sollten. Also das wird wirklich dann potenziell nächste Woche eben, also ein Treiber eben sich finden. Nichtsdestotrotz, diese Entwicklungen hier aus China, die sind durchaus etwas, was uns so ein bisschen ja, Sorge vielleicht bereiten sollte, weil nämlich eine entsprechende Intervention seitens der chinesischen Regierung, Querstrich eben der chinesischen Notenbank nötig wird. Also hier kann man es schon sehen, Evergrande Group ist es an dieser Stelle, Real Estate Group in China, Second Largest Property Developer by Sales, Making it at 120, bla bla bla. Also ein in China aktives Unternehmen, riesengroß im Hinblick eben auf den Immobilienmarkt. Okay, so. Und man kann es hier schon sehen, hochverschuldet, also wirklich massiv gehebelt auf Fremdkapitalbasis eben hier das Geschäft aufgebaut. Und wir haben im Hinblick ja auf die Immobilienentwicklung in China sowieso schon so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ob diese Blase nicht doch ziemlich heiß gelaufen ist oder ziemlich groß geworden ist und dass da nicht früher oder später ein Pop eben sich in irgendeiner Form eben dann ein stärkerer
Drop mal eben widerspiegelt, dass da viele, viele Häuser, die hochgezogen worden sind, im übertragenen Sinne leer stehen und dergleichen. Und also wir können es hier lesen, Evergrande droht zu kollabieren und das Finanzsystem der Volksrepublik vielleicht in eine Krise zu stürzen. Das Schicksal des Unternehmens ist mit dem Gründer hier, aber es ist ein bisschen persönlicher thematisiert. Mal gucken, ob wir. Ich habe den Artikel jetzt nicht durchgelesen. Jetzt einfach mal. Das ist natürlich albern, echt ehrlich gesprochen. Weil was mich viel mehr interessiert, ist eigentlich hier, wie sich das dann aus der Finanzperspektive darstellt. Ja, sein Privatvermögen. Das interessiert uns aber nicht. Uns interessieren die Verflechtungen mit der chinesischen Wirtschaft. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe hier jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht den Spiegelartikel irgendwie gelesen. Guck mal ganz kurz, ob wir hier vielleicht. Nee, Spiegel-Abo möchte ich nicht. Spiegel Plus, okay, gut. Dann geschenkt. Also, Fakt ist auf jeden Fall, es gibt eben Zahlungsschwierigkeiten. Und die Leute, die hier eben der Evergrande Group eben Geld gegeben haben für Immobilien an dieser Stelle, sich hier beteiligt haben, haben jetzt diese Forderung, die eben derzeit nicht zurückgezahlt werden kann oder beziehungsweise wo sich eben Zahlungsengpass eben widerspiegelt und wo dann früher oder später seitens eben der chinesischen Regierung beziehungsweise seitens der Notenbank eventuell erwartet wird, dass es hier zu entsprechend eben Liquiditätsspritzen kommt und dass diese dann aus dieser Perspektive. Dass ein Kollaps dieses Immobilienimperiums hier an dieser Stelle und dieses Big Players in diesem Segment, dass das eben abgewendet werden kann. Das ist dahingehend eben natürlich brisant, weil wir natürlich hier auch besonders im Immobilienmarkt, auch besonders in China natürlich, massive Investments über die Jahre gesehen haben. So wirklich, wie dort die Verflechtungen sich darstellen, das ist mir jedenfalls nicht bekannt. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall einmal, dass ein solches Wanken dieses Immobilienimperiums beziehungsweise eines solchen Big Players im Immobilienbereich in China natürlich einen potenziellen Spillover-Effekt auf die gesamten Finanzmärkte haben könnte. Derzeit zeichnet sich das eben noch nicht ab. Also, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, die jüngste Korrektur, die wir hier eingeleitet haben, im Hinblick beispielsweise auf den S&P und dieses Toppen, das ist ja vielleicht mit auch einer der Gründe für die Korrektur. Ich glaube allerdings, dass sich aktuell hier das in keinster Form irgendwie in irgendeiner Form widerspiegelt. Allerdings früher oder später ein Thema werden könnte, sollte es dann nämlich tatsächlich hier zu diesen eben Forderungen an die chinesische Regierung bzw. Notenbank dort kommen, entsprechend eben Liquidität zur Verfügung zu stellen. Sprich, anders formuliert, das könnte durchaus nochmal ein Treiber für dann stärkere Volatilität auf der Unterseite sein. Und das, was wir derzeit hier, ich sag mal, an kontrolliertem Abgabedruck, so zumindest entsteht der Eindruck, zu sehen bekommen haben, das könnte sich zügig verselbstständigen und dann könnten wir eben auch mal deutlicheren Abgabedruck eben sehen, sollten dort in irgendeiner Form eben News in die Headline dann laufen, dass Evergrande eventuell ein ähnliches Schicksal erleiden könnte wie damals zum Zeitpunkt des Platzens der Immobilienblase, beziehungsweise dann entsprechend des Implodierens des Finanzsystems innerhalb von Lehman Brothers beispielsweise, dass das eventuell einen ähnlichen Effekt haben könnte, ausgehend von der Größe und den Verflechtungen eben dieses Unternehmens in der chinesischen Wirtschaft oder der Verflechtung ja, innerhalb des chinesischen Finanzsystems einfach ausgehend von eben der Größe dieses Unternehmens. Also das ist durchaus etwas, das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf halten oder haben. Das ist auch deswegen ein Thema. Wir haben das im Hinblick ja beispielsweise auf Corona und dann entsprechend eben die Effekte, die das auf den Weg gebracht hat, haben wir das ja tatsächlich auch erst mit zeitlicher Verzögerung gesehen. Also, dass sich dort eventuell eine Pandemie anbahnen könnte, das hatte man ja schon durchaus Ende des Jahres 2019, Anfang des Jahres 2020 eventuell sehen können. Das wurde dann allerdings erst mit zeitlicher Verzögerung von 2 Monaten plötzlich ein Thema ab Sep nicht September, ab Februar an der Stelle eben letzten Jahres, nicht letzten Jahres, doch letzten Jahres, natürlich letzten Jahres. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Also hier können wir sehen,
Da haben wir uns relativ ruhig eben noch präsentiert, Anfang des Jahres 2020, und die wirklichen Abschläge, schärferen Abschläge, die hatten sich dann erst im Februar gezeigt, obwohl die ersten Fälle von Corona ja zurückdatieren bis ins Jahr 2019, Dezember eben tatsächlich. Und das ist durchaus etwas, was man so ein bisschen sorgenvoll im Hinterkopf haben sollte oder haben könnte, im Hinblick eben auf das, was uns jetzt hier vielleicht bevorsteht, dass das sich dann vielleicht aktuell so ein kontrollierter Abgabedruck ist, der sie mit zügig dann stärkeres bärisches Momentum eben initiiert, wo dann, wie gesagt, aber auch da sind wir nicht im Crash-Territorium oder der sonst dergleichen, wo wir dann eben mal ein Korrekturpotenzial haben, nochmal in Richtung erstmal der 4370, 4400er Region. Das sind aus den aktuellen Gefilden nochmal Abschläge in der Größenordnung von 1, 2% vielleicht. Wenn es dann wirklich mal ein bisschen dramatischer wird und hier tatsächlich die Gefilde um 4200 Punkte angelaufen werden, das wäre dann sicherlich mal eine tiefere Korrektur und dann in der Größenordnung schon fast von 8 bis 10%, eben ausgehend von den Allzeithochs. Aber auch das ist vor dem Hintergrund des jüngsten Laufes, und ich glaube, wir sind derzeit immer noch year to date 18% auf der Habenseite oder im grünen Territorium plus 18% soweit im Jahr. Das wäre dann ebenfalls weiterhin erstmal einfach nur eine kontrollierte Korrekturbewegung an dieser Stelle und eine überfällige Korrekturbewegung, möchte man vielleicht an der Stelle sagen, die dann eben hier an dieser Stelle vielleicht der Wegbereiter ist, aus attraktiveren chancenrisikoverhältnistechnischen Perspektiven eben sich für eine Jahresendrallye eben zu positionieren. So, ja, das also im Hinblick auf den S&P 500. Wie gesagt, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen für den DAX. Also, wir sind Range-gebunden hier. Das ist kein schönes Treiben. Sollte es zu einem Break aus dieser Range auf der Oberseite kommen, aus diesem aktuellen neutralen Modus, in dem wir uns hier offensichtlich wiederfinden, sollten wir über 750, 760 brechen. Dann ist die 800 das erste Ziel auf der Oberseite. Darüber dann 15,9 und dann die 16.000er Region. Sollte es zu dem Break aus der Range auf der Unterseite kommen, weil sich eben durch den Abgabedruck in den US-Märkten dann hier nochmal stärkere Dynamik eben auf den Weg gebracht zeigt, dann wären wir unterhalb von 6,50 bis 6,70 eventuell nochmal gut für einen Anlaufen hier, dieser Tiefsbereich 15,55 und darunter eben die 450er Region. So, das für den DAX. Blick auf den S&P. Wie gesagt, 4500 bleibt das Key-Level hier auf der Oberseite. Wir können das mal ganz kurz dahingehend vielleicht erweitern. Wir können das Ganze mal hier mit einem Abwärtstrendkanal kurz einfangen. So. So. Hier auch noch draufsetzen. Nee, das macht keinen Sinn. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, das brauchen wir nicht. Also, aufgesetzt, Gegenbewegung 4460, überrollen gegen den Bereich, nächstes Leg tiefer 4400, Ausbruch aus diesem etwas steileren Abwärtstrendkanal würde uns vielleicht den Weg bereiten bis 4480. Wir wären allerdings dann immer noch nicht zurück über der 4500er Marke, die ich so weiterhin als Key Level sehe. Sobald wir einen Tagesschluss oberhalb von 4500 sehen würden, wäre das potenziell der Wegbereiter für eine nochmalige, zügige Attacke dann auf die Allzeithochs und neue Allzeithochs dann in dem Zusammenhang im S&P. Wie gesagt, erstmal schauen wir jetzt mal hier, ob wir diesen Trendkanal halten können. Rollen wir hier erneut über, das ist so der Bereich 4460, so roundabout, könnte das durchaus nochmal sein, dass es da eine Beschleunigung auf der Unterseite gibt und dass wir dann den 4400er Bereich anlaufen. Das ist das derzeit vielleicht auch von mir favorisierte Szenario. Sobald wir allerdings aus diesem Trendkanal ausbrechen und dann auch diese Trendlinie hier, die Allzeithochs, Septemberhochs an dieser Stelle und die Vorwochenhochs miteinander verbindet, oder sollten wir ein Szenario auch skizzieren, welches dann eben eine Rückeroberung der 4500er Marke eben auf dem Schirm hat. So, S&P hätten wir damit. Nasdaq hat sich grundsätzlich erstmal nichts verändert. Hier sehen wir, da zeigt sich das auch im Future. Seit eigentlich letzter Woche Dienstag haben wir fortwährend jeden Tag mit roten Vorzeichen beschlossen. Also wir sehen, jede Kerze seit hier dem 7. ist rot. Allerdings muss man eben auch sagen, wir kommen hier aus Gefilden,
startend um 15.700 Punkte und sind jetzt unfassbare 300 Punkte im Nasdaq korrigiert. Also was natürlich ausgehend von dem Indexstand hier lächerlich gering eben tatsächlich ist. Da ist durchaus nochmal das Potenzial, dass wir vielleicht den Bereich hier um diese Hochs um 15.200 Punkte vielleicht anlaufen. Aber auch hier bleibt der Grundmodus so lange bullisch, wie wir eigentlich oberhalb dieses in dem Fall hier grünfarbenen Rechtecks, und das sind Zahlen gefasst, die 14.800er Regionen vielleicht ein Stück weit tiefer, 14.500 Punkte eben tatsächlich handeln können. Solange wir oberhalb dieses Bereiches sind, hier traden, ist der Modus weiterhin ganz klar long einzuschätzen. Eigentlich wäre das, selbst wenn wir ihn unterschreiten würden, noch long einzuschätzen, weil das dann einfach nur einem Retest der unteren übergeordneten Aufwärtstrendkanalbegrenzung hier, also dieser blaufarbenen Trendkanalbegrenzung, entspräche. Level, welches da für heute vielleicht von Interesse ist, ist der Bereich um 15.350 Punkte. Wenn wir den unterschreiten sollten, wie gesagt, 15.150, dann hätten wir nochmal Abgabedruck vielleicht von 1% ungefähr zu erwarten, welcher uns dann hier in diese Gefilde ehemaliger Hochs, das sind dann die Juli-Hochs-Querstrich eben die Hochs aus dem, die Hochs aus den ersten zwei Handelswochen im August eben tatsächlich entsprechen würde. Und ja, das wäre es dann im Hinblick eigentlich auch auf den Nasdaq schon gewesen. Wie gesagt, Einzeltitel, da habe ich jetzt ehrlich gesprochen nicht wirklich wirklich was auf dem Schirm, was irgendwie von Interesse sein könnte. Ich hatte so ein bisschen mitverfolgt, dass Apple leicht heißer wurde. Ich glaube, durch das Release jetzt des neuen iPhones. Müssen wir mal ganz kurz Apple iPhone gucken. Ja. Das meinte ich. iPhone 13. Nicht besonders viel. Ja, auf jeden Fall ein Release in dem Zusammenhang. Welches vielleicht, keine Ahnung, stärkeren bullischen Drive nach sich ziehen könnte, habe ich ehrlich gesagt nur ganz peripher mal gehört, dass das eben tatsächlich potenziell gut wäre, dann aus saisonaler Perspektive von der Long-Seite. Das ist allerdings schon ein bisschen länger her. Ich weiß auch nicht, ob das noch so akut ist an dieser Stelle. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir von den Allzeithochs, die hier in Apple markiert worden sind, um 157 Dollar Pi mal Daumen, auch jetzt einen schärferen Push auf der Unterseite gesehen haben. Hier kann man das erkennen. Das war letzte Woche Freitag. Da haben wir besonders in den Abend hinein, haben wir einen stärkeren Abgabedruck gesehen, der uns dann unter das 150er-Level geführt hat. Von dem haben wir uns bis dato auch nicht wirklich erholen können. Eventuell könnte es jetzt interessant werden, sollte es gelingen, eben hier die 148, 149 eben zurückzuerobern. Das wäre vielleicht dann eine Spekulation, ein Trade. Also diese pinkfarbene Linie hier an dieser Stelle, wenn wir uns oberhalb dieser konsolidieren könnten, das wäre vielleicht ganz interessant, um dann eben hier auf einen Bounce zu gehen an dieser Stelle, der sagen könnte, diese Abwärtsstruktur, dieser sich beschleunigende Abwärtstrend jetzt nochmal seit gestern im übertragenen Sinne, käme dann an dieser Stelle eben zum Erliegen, und dann wäre vielleicht hier nochmal ein Play denkbar, welches uns in Richtung der 155 vielleicht führt, vielleicht ein Stück weit höher sogar, bis in Gefilde hier dann um die Allzeithochs 157 eben. Das setzt allerdings voraus, dass natürlich auch das übergeordnete Bild dann an dieser Stelle eben weiter freundlich bleibt und es nicht zu diesem Abgabedruck kommt. Also Apple ist an der Stelle ja hauptsächlich ein sogenanntes Marketplay. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dass sich hier auch an den Entwicklungen in Apple mit Sicherheit der übergeordnete Markt dann orientiert oder umgekehrt, je nachdem. Und das impliziert also an dieser Stelle jetzt, wenn Apple hier sich entsprechend freundlich präsentieren würde und es zu der Rückeroberung eben der 149 käme, diese Abwärtsstruktur gebrochen würde, dann wäre das ein potenziell erstes Indiz eventuell, welches auch für das übergeordnete Bild, also S&P an dieser Stelle eben hier die Long-Seite eben wieder favorisieren könnte, beziehungsweise Querstrich den aktuellen Korrekturmodus, in dem wir uns wiederfinden, eben als abgeschlossen bezeichnen könnte. Ja, allerdings ist das die einzige Aktie an dieser Stelle, die aktuell mir spontan so in den Sinn käme. Alles andere ist da eigentlich relativ unspektakulär. Wir hatten gestern kurz BioNTech zum Thema gemacht. Wir hatten kurz Moderna da oben zum Thema gemacht. Da hat sich bis dato jedenfalls, hat sich nichts groß verändert tatsächlich.
Gestern eher die Short-Seite, dann besonders in der zweiten Tageshälfte hier gesehen, mit eben dem Drop in Richtung der, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, hatte ich die, ich hatte die 410er Region, ne? 410 bis 400er Region, glaube ich, das war dieser Bereich hier um diese grünfarbene Linie, die hatte ich, glaube ich, zum Thema gemacht gehabt. Deswegen, da ist tatsächlich gestern dieser Bereich nicht angelaufen worden. Also ja, alles in allem relativ unspektakuläres Treiben eigentlich hier aus dem Biotech-Bereich. Da gibt es keine wirklich. Neuen Erkenntnisse? Ja, gibt es. Sehr interessante Frage. Also, und zwar Frage von vollends unvertraulich. Ah, toller Name. Gibt es einen Verfall von Optionsmarktprodukten auch für die US-amerikanische Börse? Ja, gibt es. Ich stelle mal ganz kurz hier den Link ein. Ich muss noch ganz kurz hier gucken. Da fahren wir dann gleich mal zusammen drauf. Also, einmal hier ist der Link. US-Verfall nenne ich das Ganze mal, ja. Hier ist einmal der Link für die, die sich die Aufzeichnung anschauen, Link anschließend unterhalb des Videos in der Chatbox. So. Da muss ich aber ganz kurz vielleicht das erklären. Das ist nicht ganz so selbsterklärend wie das Verfallstag-Diagramm, was wir uns aus Stock Street angucken. Also und zwar hier, man sieht, hier liegt erstmal der Fokus aktuell auf FX an dieser Stelle. Ja, Interest Profile. Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Man muss hier auf den Pfeil klicken und dann auf Equity Indizes. Also den Link, den ich jetzt eingestellt habe, der ist in der Standardaggregation FX. Also das heißt, der guckt sich den Euro Future an dieser Stelle an. Dann klicken wir hier auf die Equity Indices. Und dann haben wir hier den E-Mini und da haben wir den ES, also den S&P 500 beispielsweise. Das gleiche können wir uns natürlich auch anschauen hier dann beispielsweise auf den Nasdaq oder auf den Dow an dieser Stelle. Und dann, was uns interessiert, ist hier das OI und Settle Detail. Und da klicken wir dann drauf und dann wird uns hier gleich. Habe ich jetzt drauf geklickt? Ich hoffe, an dieser Stelle. Ja, dann wird uns da entsprechend hier eine Aufbereitung hier des Open Interests aus der Perspektive. Das ist nicht ganz grafisch, nicht ganz so ansprechend wie das, was wir hier von Stock Street beispielsweise kennen, aber es beinhaltet auf jeden Fall die gleichen Informationen. Hier an dieser Stelle, ja, also dass man das nochmal versteht, hier einmal das Produkt, entsprechend dort die Asset-Klasse, Produktfamilie und dann das jeweilige Produkt anklicken und dann entsprechend eben auf den jeweils gewünschten Bereich hier klicken, im Hinblick eben auf das Open Interest und gehandelte Volumen dann in diesem Bereich. Ja, also Einzeltitel, wie gesagt, da gibt es nicht wirklich spektakuläre Entwicklungen in irgendeiner Form. Hier ganz kurz vielleicht ein Blick auf Gold. Also, da hatten wir gestern ja zum Thema gemacht, den möglichen Break tiefer an dieser Stelle unter hier die 1780, 775, 780 ungefähr auf der Unterseite, der da vielleicht anstehen könnte, sollten die Inflationszahlen eben den Tick auf der Oberseite sehen und sollte das dann auch entsprechend zur Entwicklung hier aus der zinstechnischen Perspektive eben dort zu einem Spike führen. Der ist natürlich ausgeblieben, dieser Spike. Tatsächlich haben wir hier, und da kann man dann auch erkennen, wo diese heftige Reaktion herkam. Also die Reaktion gestern auf die Inflationszahlen ist deutlich erkennbar. Wir sehen dann relativ zügig eben hier dieses bullische Momentum. Warum? Naja, weil eben dieser sich leicht topisch zeigende Inflationsdruck an dieser Stelle eben nicht dazu geführt hat, dass zeitgleich die Zinsen angezogen sind. Ich zeige das mal ganz kurz hier vielleicht, dann kann man das auch noch ein bisschen besser erkennen. US-10, da sind wir sogar unter 1,3% wieder zurückgefallen. Und das ist jetzt eine Stundenbetrachtung, machen wir hier eine 5-Minuten-Betrachtung. So, guck mal ganz kurz. Ja, eigentlich relativ deutlich erkennbar, wo da der bärische Impuls herkam oder was der bärische Trigger war. Das war eben hier die 14:30 Uhr Kerze und dann eben in den Abend hinein, oder beziehungsweise eigentlich in 2 Stunden folgend dann, sind wir hier deutlich unter das 1,3% Level verkauft worden. Und genau dieser Drop hier, der hat dann eben parallel dazu dort diese bullische Reaktion in Gold eben nach sich gezogen und hier dazu geführt, dass wir nochmal auf diese obere Range-Begrenzung dann gelaufen sind. Können wir hier vielleicht ein bisschen besser sogar erkennen. Auf der Stunde an dieser Stelle sind bis dahin abgeprallt. Was man jetzt natürlich überlegen könnte, wäre, dass man diesen Bereich hier um diese Hochs, den wir jetzt hier nochmal anlaufen. Das heißt also, diese Region auch um das psychologisch relevante 1800er Level vielleicht als Long Trigger in Betracht zieht,
Mit der Idee, dass es zu einem Überwinden der 1808 dann in den Folgestunden kommt und nochmal eine Attacke auf den Bereich früher oder später um 1835 US-Dollar pro Feinunze in Antizipation einer überraschend dann doch sich eher dovish präsentierenden Fed nächste Woche Mittwoch. Ich weiß, also ich bin nicht so wirklich überzeugt von so einem Trade aktuell, eben weil die globalen makroökonomischen Trigger einfach fehlen und weil bei mir auch mehr und mehr so ein bisschen der Druck, der Eindruck entsteht, dass wir uns in einem Umfeld befinden, welches einfach künstlich unspektakulär gehalten wird von den jeweils dann an der Stelle eben zuständigen Notenbanken. Und das ist eben etwas, was mich da so ein bisschen skeptisch werden lässt, ob Gold aus dieser Perspektive wirklich dieses wirklich bullische Potenzial hätte. Also für einen Long Trade jetzt gegen diesen Bereich um 1800, rein technisch könnte ich das rechtfertigen, vielleicht einen leichten Dip tiefer, dass wir diese Region hier nehmen, um diese Hochs um 7,95 vielleicht ungefähr, mit einem Stop unterhalb der gestrigen Tiefs, 1780, 1779 an dieser Stelle. Allerdings kommt dann so ein bisschen die Frage auf, haben wir wirklich so viel Potenzial an der Stelle, wirklich einen bullischen Pop, wirklich einen bullischen Drive gegen diesen Bereich zu sehen und dann eine deutliche Rückeroberung der 1800er Marke. Und vor dem Hintergrund eben des dünnen Wirtschaftsdatenkalenders muss ich ganz ehrlich gestehen und eigentlich des potenziellen Trigger-Events, welches Wohler begünstigt, nämlich nächste Woche die Fed, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das hier an dieser Stelle eben heiß oder volatiler oder schön trendiger eben in den kommenden Tagen wird. Also das ist eher ein Umfeld, in dem wir uns, ja, so, wo die Hoffnung so vielleicht ein bisschen Vater des Gedanken ist an dieser Stelle, dass es volatiler wird, aber die Wahrscheinlichkeit irgendwie doch gering anmutet, dass es eben dazu kommt, besonders wenn man sich das derzeit eben sehr, sehr ruhige Treiben im Markt anschaut. Und Ähnliches gilt natürlich dann an der Stelle auch für Silber. Silber hat gestern natürlich auf diese Reaktion hier potenziell diesen Doppelboden-Tendenz eben gesehen. Also hier können wir sehen, wir sind ja schon gestern früh zum Morning Meeting eigentlich eher mit Abgabedruck eben hier konfrontiert gewesen. Mal einen Moment. Beziehungsweise rollten dann auch nochmal etwas dynamischer auf der Unterseite. Haben einen kurzen Flush gesehen, nochmal in Richtung dieser Tiefs hier vom 13. Also es ist da zu diesem, aus welchen Gründen auch immer, ich bin immer noch nicht so wirklich darüber im Klaren, was da passiert ist. Da kam es nochmal auf eine Attacke dieses Bereichs und dann kommt es eben hier zu diesem Pop infolge eben dieser Inflation, die eher eine, oder die in dem Zusammenhang eben einem weniger strengeren, in Anführungsstrichen, Taper eben nach sich zieht. Und das hat dann eben hier zu dem scharfen Pop, in dem Fall von 40 Cent, rund 2% Aufschlägen eben geführt, in Silber. Aber nichtsdestotrotz stellt sich das Bild hier immer noch relativ schwach dar, möchte ich mal sagen. Und es hat sich zu gestern eigentlich unwesentlich verändert. Also sobald wir unter 23,40, Verzeihung, hier rutschen würden, wäre dann in dem Zusammenhang nochmal ein deutlicherer Drop und dann auch Fall unter das 23er Level einzukalkulieren. Ja, also da gibt es nicht besonders viel neue Informationen. Bitcoin beginnt sich jetzt deutlich wieder abzustoßen nach diesen letztwöchigen schärferen Abschlägen, läuft wieder in dem Bereich hier um das 47.300er Level. Sollte es zu einer Rückeroberung kommen, dieser Region, ich ziehe mal ganz kurz hier diese Linie raus. So, sollte es zu einer Magst du nicht. So, sollte es hier zu einem Break kommen, dieser Region, also nachhaltiger Rückeroberung eben der 47.300 bis 47.500er Region an der Stelle, dann ist durchaus realistisch, dass wir nochmal hier bis in Gefilde um 53.000 eben aufdrehen oder beziehungsweise anziehen. Das, was natürlich jetzt hier so ein bisschen problematisch aktuell ist, ist, dass wir natürlich in dieser Struktur jetzt vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, uns long zu positionieren. Wir können auf jeden Fall mit dieser Trendlinie hier dahingehend arbeiten, dass ein Pull entgegen dem Bereich nochmal vielleicht die 47er, das 47er Level, roundabout hier, ehemalige Hochs, dass das vielleicht ein potenzieller Long-Einstieg ist.
wo ich dann sagen würde, allerspätestens eigentlich unterhalb hier von 46,3 würde ich die Position geben wollen. Also hätte das Level gegen das ich hier riskiere, mit der Überlegung, dass es eben zu der Rückeroberung hier dieses Bereiches kommt und dass wir dann eben uns in diese Gefilde hier aufmachen. Bis in 52.800, 53.000er Gefilde, also was CRV-technisch natürlich durchaus attraktiv anmutet an dieser Stelle. Also Bitcoin ist dann ein potenzieller Kandidat eben nochmal für weitere bullische Action, sofern wir diese Trendlinie hier halten können und solange wir uns demnach oberhalb von 47.000 Punkten oder 47.000 US-Dollar an dieser Stelle eben halten können. Das ist interessant. André schreibt gerade, Zoom hat gestern auch vielleicht tiefere Tiefs gestern markiert. Ich guck mal ganz kurz. Ach, Zoom hatte ich gestern rausgenommen. Ich hatte das gestern hier so ein bisschen aufgeräumt gehabt. Deswegen einen Augenblick. Ich mache das jetzt auch nochmal. Also Litecoin ist jetzt erstmal wieder eher weniger interessant. Dann gucken wir mal auf Zoom. So. Hoppala, jetzt habe ich mich verklickt. Einen Moment. Komm mal zurück. Einen Moment. Zoom. So. Ah ja, oh, schau mal an. Schau mal an. Also das Bounce-Potenzial hat sich dann doch nicht so dargestellt. Also ich weiß noch, nach den Earnings letzten Monat, oder also in den letzten Wochen, Schluss vor 2 Wochen, war Zoom ein potenzieller Kandidat für einen Bounce-Player meinerseits, zurück über die 300er-Marke. Hat sich sehr schwer angestellt. Da kam es irgendwann mal mit zeitlich deutlich im Verzug, den ich dann schon gar nicht mehr mitbekommen habe, zu einem Versuch eben hier, da am 10. Und jetzt haben wir gestern allerdings hier Gap Down und nochmal deutlichen Abgabedruck eben zu sehen bekommen. Jetzt wird es interessant. Also das ist tatsächlich dann interessant, zwar für die längerfristige Überlegung, aber also sollten wir nochmal in diese Gefilde hier verkauft werden, um 2,70 ungefähr, uns dann gegen diesen Bereich stabilisieren können, dann sind die Wachstumsaussichten hier für das Unternehmen auf jeden Fall dahingehend interessant, weil eben hier sich Chance-Risiko-Verhältnis technisch durchaus ein Bereich für ein längerfristiges Play anbietet. Also sprich, dass wir eben in diesem Zusammenhang hier in die 2,70er-Region mit Risiko vielleicht allerspätestens 2,30, vielleicht diese Tiefs hier an dieser Stelle, vielleicht ein Stück weit höher, 2,40, 2,45. Also wir kommen eventuell mit relativ attraktivem Risiko, kleinem Risiko an dieser Stelle rein in den Trade und haben als erstes Ziel erstmal einen Rücklauf über die 300er-Marke. An der Stelle die Chance-Risiko-Verhältnistechnisch schon ganz interessant anmutet. Also das ist durchaus ein Kandidat. Also wir sind jetzt hier definitiv in Gefilde vorgestoßen, die Chance-Risiko-Verhältnistechnisch auch für längerfristige Plays durchaus von Interesse sein könnten. Also vielen Dank für den Hinweis, was auch immer der Treiber gestern war. Also ich weiß jetzt nicht, wir können mal ganz kurz gucken. Mal hier auf Finwiz. Mal gucken wir mal ganz kurz, ob da gestern irgendwelche News gelaufen sind. Zoom. Okay, 6 Millionen Aktien gestern umgegangen, ungefähr 1,5-faches Volumen vom durchschnittlichen. Ah ja, New Features announced. Okay. Na gut. Na gut. Nichts. Nichts Dramatisches an der Stelle. Also wie gesagt, der Wachstumsausblick für das Unternehmen ist sicherlich weiterhin das klassischer Growth-Titel. Also Wachstumsausblick ist sicherlich weiterhin durchaus interessant und desto tiefer wir jetzt eben hier eintauchen. Stichwort auch Remote und dergleichen, halt welcher der Bereich, der da bedient wird, ist das mit Sicherheit ein potenzieller Kandidat, den man auch für längerfristige Engagements durchaus in Betracht ziehen könnte. Also als Teil, als Beimischung für ein längerfristiges Portfolio an der Stelle. Ich glaube, da könnte Zoom durchaus ein interessanter Kandidat sein. Ja, wir haben die Wiesen haben wir noch nicht einen Blick drauf geworfen. Da können wir natürlich erstmal kurz einen Blick drauf werfen, auch wenn sich das Bild nicht verändert hat. Also hier ist die Situation weiterhin unverändert zu gestern. Wir sehen, das sind die Inflationszahlen, die da über den Ticker gelaufen sind. Wir sind aus dem Stand kurzzeitig mal 30 Pips nach oben gesprungen, an dieser Stelle von 18,10, konnten das Level also verteidigen, haben allerdings dann in den Abend hinein erneut Abgabedruck gesehen.
Level, welches sich hier herauskristallisiert, auch deutlich erkennbar, ist die 1.18er Region. Sollten wir unter das Level rutschen, unterhalb von 1.18 ist dann ein Laufen bis 1770, beziehungsweise unterhalb von 1770 vielleicht ein bisschen Gefilde, eben hier um die 1.17er Region vielleicht sogar denkbar. Auf der Oberseite bleibt es dabei. Alles, was unterhalb von 1.18.50 stattfindet, ist tendenziell eher von der Shortseite zu betrachten. Volatilitätstechnisch allerdings ist das sehr, sehr mager, was wir hier zu sehen bekommen. Und wie gesagt, allerfrühestens global makroökonomischer Trigger, die FED-Sitzung nächste Woche, die uns da vielleicht etwas mehr Volatilität verspricht, sofern überhaupt an dieser Stelle. Das sieht nicht wirklich spektakulär eben tatsächlich aus. Wenn ich mich jetzt hier short positionieren würde, in Antizipation eines Bruchs tiefer, eines deutlichen Rutsches zurück unter das 18er Level, hätte ich auf jeden Fall so viele Stunden fest aus rein risikotechnischer Perspektive ein klares Level, gegen das ich riskiere, nämlich die 1850. Weil sobald wir uns oberhalb von 1,1850 eben zeigen würden, würde ich hier den Euro-US-Dollar nicht mehr von der Shortseite handeln wollen. Ja, und das wäre es soweit eben tatsächlich auch meinerseits gewesen für heute. Mehr habe ich da tatsächlich nicht aktuell zu präsentieren an der Stelle. Fragen eurerseits in irgendeiner Form, irgendwelche Märkte, die für euch von Interesse sind an dieser Stelle, weil wenn nicht, dann bleibt mir an der Stelle nicht wirklich viel mehr, als zu sagen, Happy Trading. Wenn euch das Event gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und wir würden uns morgen wieder hören dann um 10.30 Uhr zum Morning Meeting. Ich schaue es nochmal ganz kurz. Mal hier, nö, sieht alles gut aus. Ja, dann würden wir uns morgen wiedersehen. 10.30 Uhr zum Morning Meeting. Wie gesagt, heute mal schauen. Vielleicht kommt noch mal ein bisschen Volatilität rein. So ein bisschen die Entwicklung rund um Evergrande hier im Hintergrund haben aus China. Vielleicht gibt es da einen Spillover-Effekt, der ein bisschen Volatilität dann auch in Equities nach sich zieht. Wenn es da zu einem Zahlungsausfall kommt, wenn die Regierung, die chinesische, eventuell sich nicht in irgendeiner Form intervenieren zeigt, was nicht wirklich sehr wahrscheinlich ist, aber nichtsdestotrotz, was natürlich durchaus etwas ist, was man im Hinterkopf halten sollte, wenn man sich fragt, wo kommt die Wohle jetzt derzeit her. Wie gesagt, global makroökonomisch haben wir keine Trigger, Earnings, keinerlei Spektakuläres, was uns ins Haus steht. Das sind dann eher so diese Entwicklungen, wie gesagt, aus China und hier rund um Evergrande, die vielleicht Volatilität begünstigen könnten. Und ja, soweit wäre es das meinerseits eben tatsächlich an dieser Stelle dann erst einmal gewesen. Wie gesagt, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Wir hören uns wieder morgen 10.30 Uhr zum Morning Meeting. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis dahin, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.